Zumindest mit genug Turmunterstützung kriegen die Landsknechte es auf jeden Fall hin. Allein wird es noch ein bisschen schwer, aber ist trotzdem machbar. Ja, okay, die greifen wenigstens gleich an. Wir greifen bitte den da an. Boah, wir machen gleich 30 Schaden, ey. Es wird auf jeden Fall noch Tote geben hier bei den Landsknechten, aber... besser als gar nichts, tatsächlich. Besser als, dass meine Armee gleich tot ist. Du hast noch ab, bevor du hier drauf gehst. Also ihr seht, wie lange die brauchen. Aha, aber sie überleben sie wenigstens. Nein, greif doch nicht schon den nächsten an, seid ihr eigentlich bescheuert, oder? Ihr seid doch echt bescheuert, ey. Das, wenn ihr jetzt drauf geht, seid ihr selber schuld. Greifen die einfach so schon mal den nächsten an? Ja, das war schon mit dem ersten. Oh, wow, wow. Die Schmelze steht scheinbar. Jawohl. Die kriegen es scheinbar trotzdem hin. Wie gesagt, mit Schussunterstützung kein Problem, aber ohne sieht die Sache echt düster aus. Oh Gott, da kommt doch schon der nächste Sklave. Handwerk, komm mal bitte ab. Ja, also ich halte das ja zum Glück alleine sehr gut, aber... wäre ich jetzt nicht so stark, hätte ich ja echt ein Problem, ne? So. 6 Landsknechte haben wir erstmal und unsere Armee wächst auf jeden Fall. Ui, Feuerbandkampfschild. Sieht zumindest mal stylisch aus. Ich würde euch so gern mitnehmen, aber da werde ich hier oben, glaube ich, alles wegflexen. Jawohl. Erste Einheitenvergrößerung. Vergrößerung? Vergrößerung ist schon mal drin. Gut, wir brauchen jetzt halt nur noch jede Menge Eisen. Das sich jetzt aber sowieso verdoppelt. Durch die Mine. Durch die Schmelze, meine ich natürlich. Ich sammle meine ganzen Arbeiter mal hier oben. Die Nahrung läuft auf jeden Fall schon mal. Das ist sehr gut. Am besten wäre jetzt noch ein Nahrungslager. Dann kriege ich nämlich da nochmal doppelte Nahrung rein. Und natürlich das große Haupthaus darf auch nicht fehlen. Was wünscht ihr? Ganz klar. Wir wollen ja schließlich einen Titan haben, ne? Sobald wir den Menschen-Titan haben, kann ich tatsächlich anfangen, mit den Elfen was zu reißen, damit ich Heilung habe. Ganz wichtig, Heilung. Weil klar, ich kriege jetzt halt, wenn ich das Nahrungslager habe, Nahrung rein, aber Heilung ein bisschen durch Nahrung, aber
Ist halt schon nicht schlecht, wenn man vielleicht ein paar Elfen hat, die das vielleicht für einen übernehmen. Vor allen Dingen im Kampf. Da bringt's mir nichts, wenn meine Armee frisst. Die müssen beweglich sein. Ja, das Eisen geht, es geht super rein. Und ich glaube, so der Anfangs. Die Anfangshürde haben wir überlebt. Schon mal. Also, das ist, glaube ich, sehr gut. Gut, die ersten 10 Landsknechte haben wir. Ich wollte schon Rekruten sagen. Natürlich, die ersten 10 Rekruten, natürlich. Die werden innerhalb von 2 Sekunden bei so einem Kampf gegen so einen Seelensklaven tot. Also, ohne Spaß, die haben vielleicht 3 Schläge ausgehalten, wenn es hinkommt. Maximal, wenn es hinkommt. Ich finde es ja witzig. Das schießen 3, 4 Leute auf mich und kriegst trotzdem nicht hin, mich da irgendwie zu beeindrucken. Stattdessen stehe ich einfach ein bisschen rum. Dann denke ich mir so, was wollt ihr jetzt von mir? Runenkrieger, zu mir. Ja, ich glaube nicht, dass ich nochmal ein weiteres Level abbekomme. Wäre geil, aber krieg ich ganz sicher nicht hin. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal nur Landsknechte, bis ich soweit bin. Meine Armee heilt sich jetzt auch wieder langsam durch den Nahrungslager, bitte. Bitte was? Boah, ich glaube, der braucht Aria, kann das sein? Bitte sag mir nicht, dass der Aria braucht, der hat den Tarnmenschen. Ich hasse mein Leben. Okay, gut. Egal, ich habe schon mal alles soweit vorbereitet. Die Armee steht schon mal soweit. Ich glaube, ich gehe schon mal zu den Elfen über. Anfangsholz haben wir für die Elfen. Abgesehen davon geben mir die Elfen ja unendlich viel Holz, wenn ich es richtig mache. Von dem her mache ich eigentlich nur Gewinn. Boah, aber das ist so lange her, ne? Sowohl mit den Menschen als auch mit den Elfen als auch mit den Zwergen. Wobei mit den Zwergen geht's noch, aber mit den Menschen haben wir fast schon ewig nichts mehr gemacht. Hier sehen wir auch schon mal einen eisernen Soldaten. Gut. Dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir das kleine Haupthaus. So als Einstieg. Und da greift jetzt der nächste. Vorsicht! Unsere Landsknechte an. Kriegt ein bisschen viel Schaden rein gerade für meinen Geschmack. Aber wenn es so weiterläuft, bin ich völlig zufrieden. Na gut, okay, bis die hinlaufen, ist schon fertig. Ach, die entdecken mich jetzt schon gar nicht mehr, die greifen mich direkt an. Okay. Gut. Hätten wir das schon mal geklärt. Lenia-Sammler lasse ich jetzt erstmal von 5 Stück bauen. Also. Dann auf jeden Fall das mittlere Haupthaus, wäre nicht schlecht. Schützen sind hier vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und mit den hellen Völkern möchte ich gerne eine richtige Armee aufbauen. Da möchte ich es gerne gleich richtig machen. So wie es eigentlich gehört. Das konnte man ja mit den Elfen, Quatsch, mit den Dunkelelfen weiter unten ja recht easy lösen, das Problem. Aber ja, gut. Ui, das mit der Raubsaus braucht echt lang. So, wir kriegen auf jeden Fall schon mal unser erstes Lenia rein. Das finde ich gut.
an die hinteren Zahlen, ey. Ich find's so schade, ne? Vielleicht schon mal die nächste Erweiterung. Annahrung, na klar, ich muss das gleich machen. So gut wie möglich. Oh, großes Haupthaus kann ich noch gar nicht machen. Aber ist okay. Ich würde sagen, ich tue mich dann gleich mal einen Förster aufbauen. Meine heilige Pflicht. Dann 4 Holzfäller. Am besten gleich 5. Ja, auf der Stelle. Weil dann habe ich schon mal das Holz für die Elfen zumindest durch. Biansammler würde ich zwar auch ganz gerne schon machen, aber macht halt absolut keinen Sinn gerade. Elenhain baue ich als nächstes. Zum Ruhme Arins. Boah, meine Holzfäller, ne? Die wagen sich immer weiter runter. Deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt dann langsam sicher die Holzfällerhütte down. Weil das bringt nichts mehr, ich mache hier nur noch Gefahr. Weil wenn die mich weiter nach unten laufen, entdecken die mich und dann gibt es schneller Angriffe. Oh, die kommen ja schon zu zweit. Eieiei. Das sollte mich vielleicht nicht so sehr ausruhen drauf. Dass es so gut läuft. Gib das Zeichen. Erwarte Befehle. Schon auf du Weg. Gehst mal schön weg. Bin unterwegs. Sie schlagen zu, kein Problem. Genau, lotst den mal hier. Ja, wenn du schon nichts Besseres vor. Wenn du nichts schon nichts Besseres kannst. Bleib standhaft. So, wie gesagt, mit den Elfen mache ich jetzt schon mal alles für die Heileinheiten. Dass wir da wenigstens schon mal Leute haben, die unsere Landsknechte unten heilen. Damit die hier nicht so auseinandergepflückt werden. Jawohl, die erste Heilerin kann ich schon mal bauen. Das ist sehr schön. So, ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, ob das mit den Mana regenerieren. Das müsste aber theoretisch auch reichen, wenn ich einfach nur ein einziges Nahrungslager habe, oder? Ich möchte das Risiko nicht eingehen, darum baue ich gerade nochmal eins. Macht zwar absolut keinen Sinn, das jetzt hierher zu platzieren, aber ja, mehr Sinn als irgendwo anders, tatsächlich, finde ich. Bereit für den Kampf. Marschbefehl zu Diensten. Gut, dann läuft es hier soweit. Dauert halt seine Zeit, leider. Ich sehe gerade, wir haben ziemlich viel Stein bereits. Gefällt. Lenia kommt auch ganz langsam rein. Zwar fast schon ein bisschen zu langsam für meinen Geschmack, aber ja, Spaß. Es läuft schon wirklich ganz gut. Runenkrieger, zu mir! Eine Heilerin, komm, das reicht. Ja. So, jetzt müsste das dann langsam auch sicher hier laufen. Schützenhalle möchte ich ganz gerne noch bauen, da kriegen wir nämlich noch die ersten Schützen rein. Wir werden angegriffen.
Solange die hier unten immer noch nur zu zweit kommen, ist alles okay. Ist dann immer so ein bisschen problematisch, wenn die dann wirklich alle direkt gleichzeitig heilen, aber ist okay. Vorsicht, Sie sind hier. Da haben wenigstens Heiler. Kein Kontakt. Bleiben wir standhaft. Verstärkt die Verteidigung. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus soweit. Das sind übrigens die Westmann-Barbaren, also zumindest der Skin von denen. Das ist der Westmann-Barbaren-Skill. Skill, genau, der Skin. Haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Die gab es auch bloß ganz am Anfang mal bei der Faust. Und da auch bloß vielleicht auf 2-3 Maps. Also. Ja. Recht wenig, aber. Dennoch. Waffenkammer fehlt mir noch, stimmt. Also die ganz Basic-Sachen vergesse ich einfach voll. Bisschen traurig, aber naja. Wir brauchen es halt nicht mehr so dringend, ne? Gebäude wurde errichtet. Ist aber schon irgendwie ein bisschen traurig, dass ich das hier alleine halten kann da oben. Aber wäre ich jetzt wirklich ein anderes Level, wäre das wahrscheinlich nicht so einfach. Beziehungsweise nicht nur so niedriges Level, aber allgemein auch richtig schlecht im Nahkampf. Deswegen sollte man eigentlich schon fast gar auf Nahkämpfer mit Magie, am besten Heilmagie, gehen. Man kann natürlich machen, was man will. Man kann zum Beispiel auch Elementarmagier sein oder Beschwörer. Kann man ja alles machen, aber man muss sich halt das Risiko bewusst sein. So, jetzt sind wir noch bis zu 30 voll, die Windschützen. Und dann sind wir soweit eigentlich ganz gut ausgestattet. Haut schon rein, ja. Bei mir zumindest. Also ich auf die Gegner hau ganz schön rein. Ich dachte, ich hatte hier eine Truhe. Ich dachte mir gerade so, hä? Aber mit den Windschützen geht es auf jeden Fall dann sehr gut voran. Was hatten wir denn noch? Na gut, die Druiden, ne? Aura der Heilung, auch nicht schlecht. Und die Eismagern, ja. Das sind halt einfach so. Tatsächlich sind die Windschützen so ziemlich das Einzige, was die Elfen wirklich ausmacht. Alles andere ist so schöner Nebeneffekt, schön, dass es da ist, zum Beispiel die Heilung. Aber man kann auch ehrlich gesagt darauf verzichten. Na gut, wenn wir 5 Leute einen einzigen heilen, ist auch irgendwie, das verfehlt ein bisschen den Sinn und Zweck. So, machen wir die 30 noch voll. Wird zwar weiter noch nicht reichen, aber für den Anfang reicht es auf jeden Fall dann schon mal. Erwarte euer Kommando. Kein Problem. Jawohl, alles klar. Dann können wir uns nämlich dann schon mal langsam aber sicher auf die Zwerge stürzen. Mit den Verteidigern und dann flexen wir einfach alles weg. Mit einer Armee, wo sehr viele Verteidiger, sehr viele Windschützen und sehr viele Landsknechte drin sind, dann hauen wir einfach alles weg. Das ist mein Sinn und Zweck hier unten.
Mal so eben alles wegflexen, was mich ein bisschen stören könnte. Wenn es gut läuft, dann schaffe ich es in dieser Aufnahme zumindest noch bis nach oben zu kommen. Auf die oberste Ebene, denn ja, es gibt nochmal eine Ebene. Was mir auf dieser erwartet, das werdet ihr dann schon sehen, wenn es soweit ist. Ist auf jeden Fall interessant. So viel kann ich schon mal sagen. Gut, okay, so krasses Geheimnis muss ich jetzt auch nicht draus machen. Aber ihr werdet schon sehen, was dann bei rauskommt, beziehungsweise was da so das Besondere ist. So, ich würde sagen, kleines Haupthaus als allererstes. Ne, so Sachen, wo man einfach normalerweise ewig hinspart. Am Anfang, wenn man ganz frisch die einzelnen Runenmonumente kennenlernt. Die baue ich jetzt einfach schon so nebenbei, weil es das allererstes da ist. Schon irgendwie witzige Entwicklung. So, wir sind jetzt hier 30 Mann. Alles klar. So, leider gibt es hier noch keine Formation. Gibt es, soweit ich weiß, ab dem zweiten Teil. Die gehen dann schon mal hin und bauen die Mondsilbermine, also 5 Stück davon. Die bauen mal die Mondsilberhalle. Die bauen dann schon mal die Schmiede. Ja, so sieht es immer schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Ich habe wieder 5 Heilungen reingedrückt. Und der erste ist schon fast tot, bevor er überhaupt bei uns ankommt. Das ist doch gut. Ich kann ja schon mal hier das so herstellen. So. Okay, die Mondsilbermine steht zumindest mal schon mal. Das Gebäude ist so gut wie erledigt. Ich höre, Nied half zur Ehre. Hier kommen schon mal jede Menge weiterer Zwerge raus. Ich könnte schon mal das mittlere Haupthaus bauen. Na gut, das sind dann nur noch große Klingenweber in der Zwischenzeit, ne? Gut, und ab und zu mal noch ein Eisschleuderer. Der mich ganz schön ficken würde, wenn ich jetzt hier nicht die ganze Zeit schon mich voll darauf vorbereitet hätte auf Eiszauber. Wobei ich das tatsächlich gar nicht mal wusste, dass die eisernen Eiszauber haben. Alter, ist die groß, die Mondsilbermine. WTF. Was brauchen wir eigentlich schon mal für alles für die Verteidiger? Ah, die große Waffenkammer brauchen wir noch. Genau. Da die Elfen können dann theoretisch auch schon mal das große Haupthaus bauen. Ich expandiere mal ein bisschen weiter nach vorne. Man braucht auch ein bisschen Platz, ne? So, wenn ich das jetzt hier halte, kann ich sogar schon ein bisschen Area abbauen, aber ich warte noch mal kurz. Wenn nicht, dass ich mich hier dann nachher komplett blamiere und einfach alles verliere. Weil ich einfach zu viel wollte auf einmal. Aber ich baue jetzt schon mal den Aria-Schrein, dann können die mich hier schon mal ein bisschen abbauen. Hier, das große Haupthaus wird gebaut.
Zwerge brauchen noch die große Waffenkammer. Die irgendwie immer noch sehr klein ist, aber egal. Die anderen sechs fangen schon mit dem großen Haupthaus an, wenn ich das Stein dafür hätte. Hehe. Na gut. Das dauert noch ein bisschen, bis ich soweit bin. Ich wollte gerade sagen, greift mal bitte an. Kann aber nicht sein, dass die Windschützin hier in den Nahkampf gehen muss. Bis die anderen es mal verstehen. Oh, ich brauche 1000 Nahrung. Ich habe noch keine 1000 Nahrung, was ist da los? Ach, hier ist was mit der Getreidefarm. Also, da ist schon überall Getreide. Jetzt dachte ich gerade, hä? Kann da wohl nicht wahr sein? Das ist ein Hinterhalt. Gleich kriegen wir unser erstes Aria rein. Oh, 6000 Aria. Das reicht auf jeden Fall ein bisschen. Ja, die Seelensklaven sind in der Zwischenzeit kein Problem mehr. Elend Segen. Jawohl. Also kein Platz mehr gerade. So, aber die ersten Verteidiger könnten theoretisch schon gebaut werden. Ich brauche allerdings noch hier eine bestimmte Verbesserung. Der Wurfhammer. So, ich würde tatsächlich sagen, für den Überblick werde ich die Verteidiger mal noch hier spawnen lassen. Weil ich habe jetzt nämlich vor, den Rest nur noch an Verteidigern zu machen. Mond selber kriegen wir auch relativ schnell noch rein, da haben wir ja auch noch ein bisschen was übrig. Hust, hust. Aria kriegen wir gut rein. Das große Haupthaus steht ja. Ah, Holz. Gut, Nahrung fehlt uns jetzt halt. Wo wir die auch gleich haben. Da können wir schon mal die Verbesserung für den Titan der Elfen machen. Und dann würde ich sagen, stelle ich die Titanen mal zu mir nach oben. Oh, wobei, nee, die natürlich dann auch nach unten. Ich brauche ja schließlich jeden Mann da unten. So, jetzt haben wir noch 700 Holz. Warum habe ich eigentlich noch keine Sägemühle hier? Holz. Auf der Stelle. Könnte ich bei den Menschen eigentlich auch mal machen, wobei ich. Ja gut. Lohnt sich bei den Menschen jetzt nämlich nicht mehr wirklich. Ja. 300 Aria. Gut, haben wir ja gleich und die 200 Nahrung. Ja gut. Haben wir eigentlich gleich. Holy shit, ich krieg gerade ein bisschen Schaden rein. So. Wieder geregelt, Berserk regelt. Vor allen Dingen ist einfach so ein Zauber, den kriegt man halt nicht am Anfang. Aber ist ja echt so, Berserk regelt richtig. Alter, sind wir noch nicht durchgelaufen. Ich habe gerade ein bisschen schwache Runenmagie.
Also für einen normalen Titanenmenschen würde es schon reichen. Ich hätte dann noch 20 Nahrung, ich meine 10. Ja gut, nur die Getreidefarm ist halt dann doch ein bisschen blöd. Auf Dauer. Es sind zu viele. Warte, was war nochmal fürs große Haupthaus? 500 Stein. Ah, bald haben wir's. Ah Mann, die 200 Nahrung, Mann. Ich wäre also fast da gewesen.